Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Roller wieder zum Laufen bekommt, der viele Jahre gestanden hat. Den hat mir ein Kumpel gegeben, hat gemeint, er hat ihn früher mal gefahren, dann hat er ein bisschen angefangen, Probleme, Zicken zu machen. Der hat ihn stehen lassen, er stand draußen einige Jahre und ein gutes Indiz dafür, wie lange der Roller nicht gefahren ist, sieht man am Nummernschild. Da ist immer ein Datum drauf. Schaut euch mal an. Wenn man noch keinen richtigen Plan hat, wie man vorzugehen hat, ist es gut, sich Notizen zu machen, wie man anfangen möchte, wie man starten möchte, welche Punkte man Stück für Stück abhakt. Ich selber habe mir eine eigene Liste gemacht, weiß nicht, ob man sieht, und werde mir auch immer aufschreiben, was ich als nächstes mache. Und ich fange immer grundsätzlich damit an, erstmal den Sprit rauszulassen, aufzufangen natürlich, immer umweltgerecht und so, weil das bildet sich nach einer Weile ganz viel Schlons und Müll und Dreck und der landet, wenn ich jetzt versuchen würde, den Roller zu starten, würde alles durch den Vergaser, in den Motor, in den Auspuff überall landen und hätte ich überall diese Soße drin, deswegen, das will ich nicht, deswegen lasse ich jetzt als allererstes mal, baue ich den Tank aus und lasse den Sprit ab. Also das ist ein Zweitakter, ein luftgekühlter und nennt sich Super 9, ist von Kimco, sind eigentlich ziemlich robust und ziemlich gut, hat hier den Benzintank und hier, also die Einfüllstützen und hier für das Zweitaktöl. Um den Benzintank auszubauen, werden wir hier erstmal den Sitz entfernen und die ganze Verkleidung entfernen. Das machen wir jetzt. Also entfernt habe ich hier jetzt vier Schrauben. Schau mal, da ist eine und hier vorne ist es nochmal zwei. Waren 10er Schrauben. Jetzt müsste man theoretisch das Ganze einfach nur hochheben können. Der Öldeckel klemmt ein bisschen. Der Tankdeckel behindert es auch. Ist halt bei jedem Roller anders, da muss man sich immer ein bisschen reinfuchsen und ausprobieren. So, ist lose. Jetzt könnt ihr mal reinschauen, wie es da drin aussieht. Schön dreckig. Und dann nicht vergessen, die Deckel wieder drauf zu schrauben, damit kein Müll reinfliegt. Also das hier ist ja der Benzintank. Und er hat hier unten seinen Unterdruckhahn. Da wird es gesteuert, wie viel Benzin rauskommt oder ob Benzin rauskommt und wenn nicht. Und zwar kommt Benzin immer raus, wenn auf diesem hellen Schlauch hier Unterdruck anliegt und dann läuft es hier zu dieser großen Leitung in den Vergaser rein. Und die beiden löse ich jetzt und lasse das Benzin über die ab. Also als erstes lösen wir am Vergaser die Hauptbenzinleitung. Da muss man ein bisschen fummeln bei dem Modell hier. Am besten auch mit dem Schraubenzieher von unten nachhelfen. Weil bloß am Schlauch ziehen führt oft zu Defekten, deswegen ist es besser, man schiebt auch von unten ab und an. Ein bisschen nach. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, der klemmt alles etwas. Aber das kriegen wir auch hin. Also bei dem Modell komme ich echt schlecht an den Vergaser ran, deswegen baue ich erstmal den Luftfilterkasten aus. Und da müssen wir sowieso als allererstes, bevor wir den Roller überhaupt starten oder probieren zu starten, den Luftfilter rausmachen, weil da könnte auch ganz schön viel Dreck und Mist drin sein. Der würde sonst in den Motor eingesaugt werden. Deswegen bauen wir den hier als erstes mal ab. Also bei dem Modell ist der Luftfilterkasten hier mit dem Schlauch befestigt, mit dieser Schelle. Die habe ich schon gelöst, die war hier vorne. Dann kann man den Schlauch hier abziehen. Und unten hat er zwei Zehnernüsse. Die löse ich, zwei Zehnerschrauben. Die löse ich jetzt und dann nehme ich den auch runter. Den Luftfilterkasten habe ich jetzt ausgebaut. Ich baue den Deckel ab, löse hier die Schrauben. Hier bei dir sind es vier Schrauben oder so. Und hier unten die zwei. Und dann schauen wir uns gleich an, wie der von innen aussieht. So, die Schrauben sind gelöst. Jetzt öffnen wir mal den Deckel. Okay. Bei dem sieht man schon, dass sich der Luftfilter hier auflöst und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, weil hätten wir den Motor jetzt gestartet, wäre das ganze Zeug hier, was sich löst, im Motor gelandet, im Vergaser, hätte alles verdreckt, verschmutzt und hätte nur noch mehr Theater gemacht. Deswegen meine Empfehlung wirklich, den Roller nie, gar nicht erst probieren zu starten, sondern erstmal alle möglichen Schritte, die drumherum gehören, machen, sonst passiert euch sowas. Jetzt sieht man hier den Vergaser fast gut. Der hier hat eine Besonderheit, der hat so eine Gummischutzhülle drumherum. Die ist zwar genial, dass kein Dreck, kein Zeug drauf landet. Der Nachteil ist, wenn man daran hantieren will, dann stört das Ding einfach nur gewaltig. In der Regel reiße ich die weg und schmeiße sie weg. Sollte man natürlich nicht tun. Ich mach's aber. Jetzt sieht man hier die Benzinleitung. Ah, okay. Die Schelle habe ich vorhin nicht gesehen. Hier ist eine kleine Schelle drumherum. Deswegen ging der Benzinschlauch auch nicht runter. Deswegen die hier erstmal ein bisschen lösen. Die Schelle.
Und dann kann man den Benzinschlauch von unten ein bisschen runterhebeln. Und wie gesagt, nicht an den Benzin, nicht an den Benzinschlauch ziehen, sondern wirklich ein bisschen mit Gefühl dran, genau, einfach nur raushebeln. So, und dann ist er ab. Also, ich habe vom Vergaser, das ist die Benzinhauptleitung, habe ich rübergezogen, habe einen Eimer drunter gestellt hier, damit, wenn Sprit kommt, wenn der, ich sage gleich vorab, wenn der Unterdruckhahn defekt sein sollte, dann wird hier jetzt schon ununterbrochen Benzin laufen. Das wäre schon mal ein schlechtes Zeichen. Dadurch, dass hier kein Benzin läuft, ist es schon mal ein gar nicht so schlechtes Zeichen. Dann habe ich hier den anderen, den durchsichtigen Schlauch. Ich habe hier eine kleine Verlängerung dran gemacht, damit ich besser rankomme. Und ich nehme hier eine Flasche, mit der, wenn ich sie drücke, erzeuge ich Unterdruck. Und wenn ich sie dann hier reinstecke, in den Unterdruckschlauch, dann ist es wie, als würde der Motor laufen und würde einen Unterdruck erzeugen. Dann müsste der Unterdruckhahn aufmachen und es müsste Benzin rauskommen. Genau. Ich zeige euch auch, was passiert, wenn ich den Unterdruck wegmache. Dann müsste das hier aufhören zu laufen, das Benzin. So, das hat gleich aufgehört. Das bedeutet, dass der Unterdruckhahn funktioniert. Also haben wir die Funktion des Unterdruckshahns damit auch schon getestet. Also Leute, so sieht ranziges Benzin aus. Das riecht auch schon ganz seltsam. Und viele Leute machen das Problem, die kippen dann frisches Benzin rein und verunreinigen sich ihr gutes Benzin mit dem alten dreckigen und wundern sich, warum der Roller gar nicht läuft oder schlecht läuft. Also das ist echt sehr oft ein Problem. Also meine Erfahrung sagt mir, raus mit dem Zeug, weg damit, fertig. Also, um mir die Arbeit zu erleichtern, um es besser und einfacher zu machen und vor allem um gründlicher zu arbeiten, werde ich die ganze Verkleidung jetzt auch komplett demontieren. Ich habe hier viele versteckte Schrauben. Ich werde euch nicht jede einzelne zeigen, sondern ich werde einfach mal loslegen und schauen. Und mein Tipp ist, wenn ihr versucht, Verkleidungsteile zu lösen und ihr merkt, es hängt oder hakt, dann sucht nach versteckten Schrauben. Weil wenn ihr mit Gewalt dran zieht und das Zeug, das ist schon porös und brüchig, dann macht ihr mehr kaputt. Und so Verkleidungsteile sind echt schweineteuer. Deswegen lasst es einfach direkt bleiben. Und schaut, wie ihr es leicht und einfach gelöst bekommt. Gerade bei dem Entfernen von dem Verkleidung habe ich auch was festgestellt. Weil vorhin ist mir schon aufgefallen, dass mir eine Wespe entgegenkam. Und da müsst ihr aufpassen, weil hier hat sich zum Beispiel ein ganzes Nest drin gebildet. Also da drin, man sieht es jetzt schlecht. Hier krabbelt auch schon die nächste. Man muss halt echt aufpassen, dass man solche Gefahren, dass man halt nicht gestochen wird oder so. Also, das hier ist ein ziemlich großer Tank. Ich weiß nicht, wie viel Volumen er hat. Um den zu lösen, müssen wir hier diese Schraube entfernen. Dann müssen wir diese Schraube entfernen. Und hier versteckt sich noch eine. Und diesen Schlauch hier müssen wir auch lösen, weil der verbindet die und würde hier uns am Rahmen stören. Also, wir lösen den und machen alles weg. Also, so sieht es aus, wenn der Benzintank ausgebaut ist. Ich komme jetzt hier gut an den Vergaser ran. Den werde ich auch direkt gleich mit ausbauen und reinigen. Das werde ich euch dann auch noch zeigen, wie das geht. Also das ist jetzt der ausgebaute Benzintank und hier unten sieht man den Unterdruckhahn. Den lösen wir jetzt und schauen uns an, wie er aussieht. Weil in der Regel ist im Unterdruckhahn, also der im Benzintank steckt, auch noch ein Filter drin. Und den muss man eventuell ersetzen oder reinigen, aber das sehen wir gleich. Da ist eine Schelle, mit der wird der Unterdruckhahn am Benzintank befestigt. In der Regel reicht es, ihn ein bisschen locker zu machen und dann kann man den Unterdruckhahn auch ein bisschen mit Gefühl rausdrehen. Genau, und da kommt schon auch der Filter raus. So sieht das Ganze dann aus. Der hier sieht noch ziemlich in Ordnung aus, nur ein bisschen dreckig, den machen wir sauber und bauen den wieder ein. Perfekt. Oh, man sieht auch den ganzen Schmodder da drin, das reinigen wir jetzt auch alles von innen. Weil das alles würde dann eventuell euren Filter verstopfen oder wenn der defekt sein sollte oder nicht vorhanden, in Vergaser gehen, dann kriegt ihr nur Theater. Also das sind echt die ersten Schritte, direkt machen, da habt ihr schon viel weniger Probleme. Also der Vergaser hat hier sein Schieber drin, der ist da innen drin. Man sieht es, wenn ich hier ziehe, dann bewegt er sich hoch und runter. Da lässt er die Luft rein für das Benzingemisch. Der hier war nur festgedreht, also festgeschraubt. Man muss das lösen und einfach nur rausziehen. Dann kann man den Vergaser auch ausbauen. Der ist hier hinten mit zwei Schrauben befestigt. Die löst man und dann kann man den Vergaser komplett runternehmen. Das werde ich jetzt auch machen. So, ich werde auch noch den Tankgeber testen, ob er funktioniert, aber er muss ja voll und leer anzeigen. Dazu schaue ich aber erstmal nach der Batterie. Nach der langen Standzeit wird die Batterie wahrscheinlich schon tot sein.
Und wir werden auch gar keine großen Versuche machen, die zu reparieren oder nachzuladen, sondern wir werden sie einfach direkt rausschmeißen. Ah, da unten ist sie. Okay. Aber die ist gar nicht eingebaut. Ich schaue mal danach. Also ich habe die Batterie jetzt griffbereit für mich gemacht, ausgebaut. Und ich messe mal die Spannung. Ich habe jetzt hier auf 20 Volt Gleichstrom gestellt. Dann muss ich das rote Kabel an Plus und das schwarze an Minus halten. Und dann wird mir hier eine Spannung angezeigt von, weiß nicht, ob man es erkennt, nicht mal 8 Volt. Und ich würde ganz ehrlich, nach der langen Standzeit, ich weiß nicht, wie lange die drin ist, ich schmeiße die Batterie weg und nehme eine neue, leistungsstarke Gel-Batterie, weil mit denen habe ich die beste Erfahrung gemacht. Hier habe ich eine neue Batterie, da ist ein Batterieklemmen-Set mit dabei. Okay. Hier steht auch, dass es eine Gel-Batterie ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Und wie gesagt, die haben für mich, also sind einfach am besten. Ich habe schon einige ausprobiert und die waren einfach am genialsten. Jetzt messe ich hier mal die Spannung. Wieder rot auf Plus, schwarz auf Minus. Und da haben wir 12,6 Volt. Und das ist echt schon sehr gut. Brauchen wir gar nicht nachladen, die ist top. Hier, das sind die Kontakte. Ich zeige euch einen kleinen Trick, wie ihr es euch einfacher macht. Und zwar schiebt ihr die kleine Unterlagscheibe, also die Mutter rein, das Gegenstück, die Schraube und dreht die einfach mal von Hand fest. Und ihr seht dann, wie der Kontakt unten hoch wandert. So. Jetzt, wenn er ganz oben ist, zeige ich euch einen super Trick. Könnt ihr auch anwenden, ist echt genial. Also, wir machen hier einfach ein paar Tropfen Heißkleber hin. Und sobald er ausgehärtet ist, kann diese Unterlagscheibe unter, oder diese Mutter, ich weiß nicht, wie man sie nennt, wird dann nicht mehr runterfallen. Und man macht sich deutlich einfacher beim Ein- und Ausbau. Das werdet ihr nachher noch sehen. Also hier habe ich das jetzt festgeklebt mit Heißkleber. Die Mutter ist fixiert, das bedeutet, wenn ihr die Schraube hier oben dreht, und ihr könnt sie jetzt auch komplett lösen, dann bleibt die Mutter an genau ihrem Punkt, also die bewegt sich nicht. Und jeder, der das schon mal einen ausgebaut hat, kennt das Problem, die fallen weg und man verliert sie und da drin zu hantieren ist immer saueng und ist total nervig. Deswegen bereiten wir uns so vor. So, dann tun wir die Batterie an ihren Platz. Dann ist, also rot ist in der Regel Plus. Da kann man nicht viel falsch machen, schließen wir auch direkt an. Viele sagen dann, ja, man muss beachten, zuerst Minus, dann Plus und keine Ahnung was. Also mir ist das relativ egal, ich schließe das einfach an, wie ich Lust habe. So, das war der erste Pol. Und dann kommt der zweite Pol. Und hier nebendran seht ihr sogar die CDI, das ist eure Zündeinheit. Die kann man natürlich, wenn sie kaputt ist, kann man sie hier ausbauen. Die ist einfach nur reingesteckt. Aber das brauchen wir nicht, weil so weit sind wir noch nicht. Wir schließen nur die Batterie erstmal an. Und die Batterie schließen wir an, weil wir den Tankgeber testen wollen. Der Tankgeber sitzt im Tank. Und da wir den Tank gerade ausgebaut haben, bietet sich das natürlich perfekt an. So, die ist fest. Passt perfekt. Okay, das Video wird doch länger als ich dachte, weil ich ja ganz viele kleine Clips mache, die ich dann zum Schluss zusammenfüge. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut und nenne das einfach, das war Teil 1, als nächstes kommt Teil 2. In diesem Teil hat es zwar leider noch nicht geklappt, den Motorroller starten zu lassen oder zu schauen, ob alles funktioniert, aber wir werden in Teil 2 sehen, ob es da vielleicht klappt.